Den Kunden der Willcraft-Geländefahrzeuge wird Winterangeln auf einem neuen Niveau versprochen. In diesem Jahr wird das Allradfahrzeug mit einem 26,5 PS starken Motor angeboten. Es ist für eine Zuladung von 306 Kilogramm geeignet und erreicht bis zu 21 km/h. Und zwar auf Erde, Schnee, Eis oder Wasser. Denn Willcraft erhöht die Bodenfreiheit auf bis zu 28 cm. Erfolgreich am Angelplatz angekommen, kann man dann das Zelt öffnen und mit maximalem Komfort angeln. Zudem kann man bis zu 4 Eislöcher bohren, ohne den Willcraft zu verlassen. Der geschätzte Wert des Geländewagens liegt bei 27.400 Euro. Yeti Outdoors ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat ein Wohnmobil für Winterangler gebaut. Die Angler Edition bietet eine ganze Reihe von Optionen. So steht zum Beispiel eine Kamera zur Beobachtung der Unterwasserwelt zur Verfügung. Sie ist mit einem Bildschirm verbunden, der neben den Eislöchern hängt. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Möbeln, Klimaanlage und anderen Komfort. Die größte Angler Edition ist 7,3 Meter lang. Hier können bis zu 11 Personen übernachten. Eine Mini-Küche mit Herd und Mikrowelle sorgt für das leibliche Wohl. Das Wohnmobil kostet über 36.500 Euro. Gäbe es einen Wettbewerb für die originellsten Ideen, um im Winter Geld zu verdienen, würde Dipstick mindestens die Silbermedaille gewinnen. Dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst lässt sich in ein Eisloch werfen und kühlt bis zu 12 Getränkedosen. Zieht man eine Dose heraus, schwebt gleich die nächste hinterher, denn der untere Teil des Dipsticks wird eingezogen. Und das Wichtigste? Die Getränke werden im Wasser gekühlt, gefrieren aber nicht. Den Dipstick gibt es für 34 Euro. Was wäre ein Winterabenteuer ohne Eispickel? Er eignet sich nicht nur für jene, die gerne hoch hinaus wollen. Viele Ersteller bauen ihre Eispickel so, dass sie auch als Zeltheringe dienen. Oder als eine Art Wanderstock für lange Wanderungen. Zudem gibt es Eispickel, die mit ihren Eigenschaften wirklich überraschen. Der Camp Corsa ist mit nur 200 Gramm einer der leichtesten Eispickel auf dem Markt. Und der Petzl Lightride passt dank seiner bescheidenen Länge von 50 cm in viele Rucksäcke. Der Kunde hat also die Qual der Wahl. Die Kosten beginnen ab 76 Euro. Je höher man steigt, desto kälter wird es. Für eine komfortable Übernachtung bietet das Bigloo-Team den gleichnamigen Schlafsack an. Angenehm schlafen auch bei minus 40 Grad Celsius. Das klingt fantastisch. Etwas Vergleichbares wird man kaum finden, da sind sich die Entwickler sicher. Sie machen kein Geheimnis daraus. Das Aerogel hat zu diesem Ergebnis beigetragen. Es besteht zu 99,8% aus Luft. Deshalb ist der Schlafsack auch sehr leicht und wiegt rund 1,8 Kilogramm. Außerdem nimmt Bigloo 90% weniger Feuchtigkeit auf, ist antistatisch und perfekt belüftet. Der Schlafsack kostet 192 Euro. Die ISPO in München gilt als eine der weltweit größten Fachmessen für Sport- und Outdoor-Produkte. Im Jahr 2018 zeigte dort das Advenate-Team eine Schaufel, die sich in einen Teil des Zeltrahmens verwandeln kann. Der Griff ist hohl. Darin ist eine 2,40 Meter lange Führung versteckt, die auch als Sonde und Notsignal genutzt werden kann. Das Schaufelblatt ist stark genug, um Eis zu brechen. Das Zelt selbst wiegt nur 720 Gramm. Advenate ist davon überzeugt, dass dieses Zelt sowohl als Notunterkunft als auch zum Übernachten in abgelegenen Gebieten, in denen es schwierig ist, ein vollwertiges Zelt zu transportieren, eine hervorragende Option ist.
Das Zelt Sweat Tent wird nicht nur in 3 Minuten aufgebaut, sondern trägt auch den Titel der leichtesten Mehrpersonensauna der Welt. Sweat Tent wiegt 27 Kilogramm und wird dank des mitgelieferten Holzofens aus Edelstahl in einer halben Stunde auf 93 Grad aufgeheizt. Dank seines durchdachten Designs passt das Saunazelt sowohl auf einen schneebedeckten Berggipfel als auch auf einen zugefrorenen See. Stellt euch vor, wie überrascht eure Freunde sein werden, wenn sie von diesem Wintervergnügen erfahren. Schwitzen für die geistige und körperliche Gesundheit. Überall und jederzeit. Man muss nur 1.008 Euro auftreiben, um dieses Zelt zu kaufen. In diesem Schlafsack gibt es kein Aerogel oder sonstigen Schnickschnack, aber er kostet viel mehr, satte 870 Euro. Er kommt aber problemlos mit dem Winterfrost klar, denn er ist für Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius geeignet. Das Kopfteil ist so konstruiert, dass sich durch die Atmung kein Kondenswasser bildet, das dann gefriert. Der Schlafsack wiegt weniger als sein Vorgänger, rund 1,4 Kilogramm. Erik Larsen, ein Polarforscher mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, hat bei dieser Entwicklung mitgeholfen. Im Winter kann es nicht schaden, auch ein herkömmliches Zelt ordentlich zu heizen. Der Ofen Graveforce wird wie auch das Saunazelt mit Holz betrieben. Er wird mit Schornstein und speziellen Einsätzen für die Zeltoberseite geliefert. Mit einem Gewicht von 7 Kilogramm kann der Ofen problemlos von einer Person transportiert werden. Er eignet sich nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kochen. Die maximale Länge des Schornsteins beträgt 2 Meter. Damit passt der Ofen auch in ein großes Zelt. Sind die Kosten in Höhe von 105 Euro gerechtfertigt? Was meint ihr? Damit man sich keine Sorgen mehr um den Schlafplatz machen muss, wird es Zeit für einen Imbiss. Für die Zubereitung einer vollwertigen warmen Mahlzeit ist das Minimo-Set genau das Richtige. Es kostet 129 Euro und sorgt dank eines patentierten Reglers für die perfekte Temperaturkontrolle. Mit Minimo kann man ganz einfach kochen, braten und sogar Soßen zubereiten. Auch kochendes Wasser ist kein Problem. Mit einem Behälter kann man bis zu 12 Liter kochen. Touristen, die von der Reinheit des Schnees überzeugt sind, schöpfen ihr Wasser direkt aus dem Schnee. Allen anderen wird geraten, einen Fluss zu suchen oder Wasser mitzunehmen. Warum auch nicht, denn Minimo wiegt nur 415 Gramm. Auch die Winterbekleidung wird technologisch immer fortschrittlicher. Was sagt ihr beispielsweise zu den ganzjährig beheizbaren Handschuhen? Sie enthalten Graphenelemente und erzeugen therapeutische Infrarotwärme. Die Wirkung ist vergleichbar mit einer Infrarotsauna. Die Handschuhe arbeiten bis zu 6,5 Stunden lang. Und wie wäre es mit warmen Socken? Die Socken Mobile Warming bleiben 16 Stunden lang einsatzbereit und werden mit einer Fernbedienung zur perfekten Temperaturregelung geliefert. Die Socken decken sogar die Waden ab und bestehen aus Merino-Wolle, damit sie weniger unangenehm riechen. Etwas Kompakteres, mit weniger Feuer und ohne Schornstein? Die Firma Hairheater hat gerade einen der beliebtesten tragbaren Heizöfen Amerikas auf den Markt gebracht. Er heißt Big Buddy, wird mit Propangas betrieben und beheizt eine Fläche von bis zu 42 Quadratmetern. Natürlich macht sich Big Buddy nicht nur drinnen, sondern auch draußen gut. Vor allem beim Winterangeln ist das eine tolle Option. Der Ofen schaltet sich automatisch ab, wenn er versehentlich umgekippt wird oder der Sauerstoffgehalt zu niedrig ist. Auf der niedrigsten Heizstufe reicht eine 3,8 Liter Flasche für fast 11 Stunden.
Big Buddy kostet 226 Euro. Viele Kaffeeliebhaber wollen den Kaffee auch bei ihrem Winterabenteuer irgendwo in der Wildnis trinken. Die Kaffeemaschine Wokako Cupamocha wurde speziell für sie entwickelt. Es handelt sich um ein Pour-Over-Modell, bei dem der gemahlene Kaffee einfach in den Filter gegeben und mit kochendem Wasser übergossen wird. Das fertige Getränk landet in einem 300 ml Isolierbecher. Man kann ihn stundenlang genießen. Ein Set, bestehend aus einer Kaffeemaschine, 10 Filtern und einem Löffel, kostet 45 Euro. €275 für ein Messer? Wie kommt es zu diesem Preis? Das Prachtstück heißt Tops Tracker Digger. Seine ungewöhnliche Form verdankt es der Kombination eines klassischen Messers mit einem Horihori, einem japanischen Messer, das speziell für die Gartenarbeit entwickelt wurde. Deshalb kann man mit dem Tops Tracker Digger schneiden, hacken und graben. Es eignet sich sowohl für die Winterexpeditionen als auch für die Arbeiten im Sommerhaus. Die 121 mm lange Klinge besteht aus 1095er Stahl, der Schliff ist zweischneidig. Das Messer wiegt 510 Gramm und kann in der mitgelieferten Nylonscheide aufbewahrt werden. Der Puribag eignet sich hervorragend zur Reinigung von Schneewasser. In der Basisversion wiegt dieses Filtersystem weniger als 200 Gramm und passt in die Handfläche. Es reinigt das Süßwasser von 99% aller Viren und Protozoen und von 100% aller Bakterien. Der Vorgang dauert etwa eine halbe Stunde. Die Filtertechnologie entspricht den Anforderungen der WHO. Puribag kann bis zu 120 Liter Wasser reinigen und kostet 41 Euro. Trono ist der kompakteste und leichteste aufblasbare Stuhl der Welt. Da sind sich die Entwickler sicher. Er wiegt 800 Gramm, ist mit bis zu 150 Kilogramm belastbar und sorgt selbst in der Wüste oder im verschneiten Wald für angenehme Entspannung. Wenn es besonders extrem werden soll, gibt es den Trono mit verstärktem Unterbodenschutz. Und damit der Stuhl nicht vom Winde verweht wird, gibt es Gurte. Ähnliche Stühle können nicht so schnell aufgeblasen werden, betonen die Entwickler. Deshalb verlangen sie dafür satte 80 Euro.